Jetzt der Grüß Gott, Trapper Beast 1974 und heute geht es um das schöne kleine Mora Robust. Ein nettes kleines Messer. Dieses hier war bis vor 10 Minuten noch nagelneu. Ich hatte es damals beim Kauf, habe ich lediglich hier auf der rechten Seite eine scharfe Kante angebracht. Die linke habe ich schön rund belassen, weil das ist sonst beim Schnitzen hinderlich. Also ich bin Linkshänder, sprich ich brauche rechts für meinen Feuerstahl eine scharfe Kante links. Aber dann lieber doch nicht wegen dem Schnitzen, weil ich gern mit dem Daumen aufliege auf die Klinge. Und dann wird es irgendwann mal lästig, wenn es eine kleine Teilpatina angebracht. Und dann einfach in den Messerschrank gelegt und hab's kein einziges Mal draußen dabei gehabt. Jetzt werde ich das Ganze aufschneiden und euch zeigen, bis wo der Erl tatsächlich reingeht. Ich nehme jetzt nochmal schön Maß vom Gesamtlänge, vom Griff und so, dass man das nachher genau feststellen kann, in welcher Tiefe der sitzt. Was anderes, bei der Mora-Scheide habe ich auch schon gesehen, da fragen sich viele Leute, wofür der Knubbel hier ist. Also für mich ist das eindeutige Sache. So eine Gürtelschlaufe von so einem typischen Scandi-Messer, das ist jetzt ein Hulterfors. Wenn ihr euch jetzt genau hier diese Aussparung anschaut, sieht die genauso einmal aus die wie die untere Scheide Mora und die obere Hulterfors. Aber ihr seht, was ich meine. Das passt nahezu perfekt da rein zu machen und hat dann quasi ein Zweitwerkzeug am groben Messer dabei. Das weiß ich, ein Sägemesser oder ein feineres einfach, je nachdem. Also ich bin mir da ziemlich sicher, ich weiß es auch nicht genau, um ehrlich zu sein, aber vom Prinzip her bin ich mir ziemlich sicher, dass es dafür gedacht ist, der Knubbel an der Scheide vom Mora. So, jetzt habe ich das Ding aufgesägt und siehe da, ein Spitzerl oder Rattenschwanz im skandinavischen Stil. Vorne etwas breiter gehalten, was schon mal gut ist. Und das Ganze ragt 8,5 cm in den Griff hinein. Damit wären alle Zweifel ausgeräumt. So, und jetzt schauen wir mal, was wir mit dem kaputten Dinger noch machen. Ha? Vorneweg kurz nochmal Werkzeuge, die ich genutzt habe für die Griffwiederherstellung. Und zwar hatte ich eine kleine Säge, ein 3 mm Holzbohrer, ein Schnitzmesser. Damit ist so ziemlich alles passiert mit dem Schnitzmesser. Ein Kleber, den ich jetzt hier nicht vorliegen habe. Und ein wenig Schleifpapier. In diesem Fall hatte ich 80er, 120er und dann bin ich direkt zum 400er übergegangen. Dann möchte ich euch auch nicht vorenthalten, was aus dem kaputten Robust geworden ist. Das ist er. Ich gebe zu, ein wenig unorthodox. Aber am Ende des Tages ist es wieder ein brauchbares Messer. Muss ja auch keinen Schönheitswettbewerb gewinnen. Von daher passt es schon so. Und liegt nicht kaputt in der Schublade rum. So, dazu noch ein Feuerstahl. Da haben wir mit dem Restholz einen Griff gefertigt dafür. Und noch eine kleine Messerscheide. Auch gleich aus Holz. So, und ich denke, dann hat man wieder ein ziemlich brauchbares Messerchen. Hier nochmal alles beieinander. Ist ziemlich kompakt geworden. Das Messer schaut absolut ungefährlich aus, was ja heutzutage auch nicht ganz unwichtig ist. Ja, und das war's für heute schon wieder. Bedanke mich fürs Zuschauen, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal, euer Beast. Ciao.